Hallo liebe Leute, heute möchte ich einen kleinen Einbau machen. Und zwar gerade für die interessant, die einen Reich Mover haben. Ja, so wie ich. Ich habe jetzt einen Reich Easy Driver 2,3. Und ärgere mich jedes Mal, dass meine Fernbedienung jetzt leer ist, ja, für meine Reichfernbedienung. Und ja, dafür gibt es jetzt Abhilfe. Und zwar, die Firma Reich hat mir ein Modul gegeben. Das heißt, damit kann ich dann in Zukunft meinen Reichmover, meinen Wohnwagen ganz bequem per App am Handy steuern. Und das bauen wir jetzt ein und das zeige ich euch mal kurz. Und zwar handelt es sich um den App-Controller jetzt der Firma Reich. Ja? Wird nur an das Steuergerät im Endeffekt angeklemmt, wird hier befestigt, irgendwo am Schrank. Und dann könnt ihr dann ganz charmant euren Wohnwagen statt mit dieser Fernbedienung, ja, mit dem Handy steuern. Weil ein Handy hat jeder dabei, die Fernbedienung hat zwar auch jeder dabei, okay, das ist wieder ein Luxusproblem, ich weiß. Viele werden denken, brauche ich nicht. Aber was machen wir alles mit dem Handy? Wir gucken die E-Mails nach, ja, wir gucken die Gasfüllstandsanzeige zum Beispiel nach, wir gucken auf den Batteriemonitor, ja. Aber was ist, wenn wir dann einfach mal unseren Wohnwagen damit bewegen könnten? Handy haben wir immer in der Tasche. Ja, uns bleibt eigentlich dann auch die Batteriewechsel erspart, weil komischerweise jeden Winter, wenn die Fernbedienung hier drin liegt, ist meine Batterie tot. Ja, und mein Handy ist aber immer aufgeladen. So, und das bauen wir jetzt mal ein und dann wollen wir das einfach mal testen. Dieses Kabel gehört jetzt nur aufgesteckt auf das Steuergerät und schon ist die Funktion eigentlich der App gegeben. Klar, wir brauchen die App noch, die laden wir jetzt auch noch gleich runter. Und jetzt gehen wir erstmal hin und stecken das Ding da rein. Die Installation ist echt pillepalle. Ihr müsst dann nur im Endeffekt eure Verkleidung runter machen vom Steuergerät. Ja. Ich mache mal hier ein bisschen Licht und dann kommt das hier hoch, wird da hochgeklemmt. Und dieser Empfänger oder Sender besser gesagt und Empfänger, der sollte dann so weit wie möglich nach oben. Und das werden wir jetzt auch gleich mal machen und dann bin ich mal gespannt. 2 Minuten später, das Ding ist wieder zu, das ist dran. Ja, wir haben da hinten jetzt halt den Empfänger und Sender. Und jetzt werden wir einfach mal die App installieren. Also das kann jeder machen. Da braucht man nicht mal handwerkliches Geschick. Es ist ja auch vorgegeben, jetzt hat hier auf der Beschreibung, ja, dass ich euch das mal kurz zeige. Ja, hier ist da eingezeichnet im Endeffekt, wo ihr das Ding anbringen müsst. Und das kann wirklich jeder. Das würde sogar selbst meine Frau können. Und hoffentlich sieht es jetzt nicht, sonst ist sie böse auf mich. Und jetzt installieren wir einfach mal die App. Auch diese App gibt es natürlich für iOS und Android zugleich. Wir laden jetzt einfach mal aus dem App Store runter und gehen auf Easy Driver. So, die lädt runter und ja, was erwarte ich dann? Ich erwarte, dass die App dann eine schnelle Verbindung jetzt hier zu meinem Mover findet, dass es trotzdem genauso präzise ist oder präziser vielleicht sogar wie die Fernbedienung. Und das Ganze werden wir jetzt einfach uns mal anschauen und ja, ich bin echt mal gespannt. Wir registrieren uns natürlich direkt mal als neuer Benutzer, weil ich habe das noch nie gemacht. Also gehen wir auf Registrieren. Ich gebe jetzt einfach meine Benutzerdaten ein und dann starten wir die App. Der nächste Schritt ist dann, ihr müsst ein Fahrzeugprofil anlegen. Ja, das machen wir jetzt einfach mal kurz. Wir haben einen Caravan, Achstyp Einachser, Hersteller ist ein Knaus. So, Nummernschild brauchen wir nicht, möchte ich nicht, FIN-Nummer brauchen wir auch nicht. Die Gesamtlänge sind Millimeter, bla, brauchen wir nicht. Leergewicht, Maximalgewicht sind 1900. Leergewicht müssten es ca. 1430 sein. Baujahr, ja, könnte September, wann habe ich ihn gekauft? Im November. Ist jetzt 3 Jahre alt, 2016. Dann speichern. So. Das Fahrzeugprofil wurde erfolgreich gespeichert. So, ich habe jetzt die App eingerichtet. Wir starten jetzt einfach nochmal einen Easy Driver. Mache ich gerade nochmal an. So, Verbindung unterbrochen. Ja, war ich. Starten dann den Easy Driver. Ich drücke jetzt einfach mal den Pfeil nach oben. Gefährt es nach hinten. Ne? Also das ist schon charmant. Das heißt, das ist vorwärts. Das ist rückwärts. Dann können wir schwenken, dann geht nur einer. Ja, und das werde ich euch aber jetzt noch vorführen, wenn wir jetzt halt später gleich mal die Markise noch abmachen müssen. Dann muss ich den Wohnwagen eh noch ein bisschen wegmovern. Und ja, ist eine einfache Sache. Vor allen Dingen die App, die hat ja nicht nur diese Steuerung jetzt für den
Mover. Nein, ihr habt hier eine Wasserwaage drin, ihr habt hier diesen Safe Tire. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Produkt, werde ich auch noch demnächst vorstellen. Ist momentan ein bisschen Lieferengpass. Ja, also ihr habt da so viele Möglichkeiten in dieser App drin und das werden wir jetzt einfach mal so nach und nach jetzt euch einfach mal so ein bisschen zeigen. So, wir testen das Ganze jetzt mal und ich habe jetzt die App, wir gehen hier aufs Schloss und wir fahren jetzt einfach mal die Räder ran. Und wir gehen hier rauf und wir sehen, der Mover fällt jetzt ans Rad. So, dann können wir noch mal ein bisschen nachspannen, zack, ist dran. So, jetzt mache ich die Stützen hoch und dann werden wir das ganze Ding mal ein bisschen vorbewegen, weil ich muss heute eh die Markise runterholen, weil wir jetzt halt mit dem Zelt in Urlaub gehen. Wir werden jetzt den Wohnwagen jetzt einfach mal ein Stück zurückfahren, Schloss gedrückt halten, wir fahren ihn zurück. Ey, das geht mit der App, das ist total charmant. Dann geht er ein Stück vor. So, holen wir noch mal ein schönes Stück zurück. So, und movern den jetzt einfach mal hier raus. Also das läuft perfekt mit dieser App-Steuerung. Muss ich sagen, hätte ich so nicht erwartet, dass er so schnell eigentlich umschaltet. Also wir sehen, diese App, die ist echt super. Meine Frau ist gerade mit dem Kopf ein bisschen so am wackeln, weil es könnte vielleicht doch nicht reichen für die Markise. Gut, setzen wir noch mal ein Stück zurück. Wir brauchen keine Fernbedienung mehr, wir brauchen keine Batterien mehr zu wechseln. Ja? Das Ding kostet 99 Euro bei der Firma Reich und ich denke, das ist es auch wirklich wert. So, dann fahren wir nochmal ein Stück zurück, gehen wir nochmal ein Stückchen rum. Ein Stückchen vor. So, und schon habt ihr gesehen, ich habe ganz einfach den Wohnwagen bewegt, einfach nur mit meinem Handy. Und wenn er jetzt einfach von dem Schloss hier runter geht, ja, dann zack, ist das gesperrt. Das heißt, der Wohnwagen bewegt sich nicht mehr, erst wenn ihr wieder auf dieses Schloss geht. Und dann könnt ihr dann den Wohnwagen vor, zurück, rechts, links, im Kreis etc. Also ist echt eine super tolle Sache. So, mein Wohnwagen steht wieder. Und ich muss sagen, jeder, der einen Reichmover hat, da ist diese Reich Drive App wirklich der absolute Knaller. Ja, präzise, schnell, unkompliziert, kein Batteriewechsel mehr. Und ich sage definitiv, das Produkt macht für mich persönlich wirklich, wirklich Sinn. Und falls ihr auch Interesse haben solltet, wenn ihr einen Reichmover habt, werde ich euch jetzt hier unten mal die Internetadresse von der Firma Reich, Easy Driver, einblenden. Und ich sage jetzt auf alle Fälle mal vielen, vielen Dank. Wieder ein Stück Technik mehr in meinem Wohnwagen. Ja, also ich bin maßlos begeistert. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Video mehr und wir sagen ciao.